Vor allen Dingen gibt es drei Versionen, die wichtig sind. Einmal ein Knoten am Hals. Sie tasten beim Abtasten des Halses eine Verhärtung. Die zweite Sache sind Schluckprobleme, die häufig auftreten. Und das Letzte ist, dass dann die Atmung eingeschränkt sein kann. Das ist aber ein Symptom, was sehr spät eigentlich erst auftritt. Zunächst einmal folgt eine Inspektion, das heißt eine Untersuchung des Patienten in einem Stuhl sozusagen, wo man in den Mund, Rachen, den Hals und Schlund hineinguckt, um den Befund zu sichern und sich genau anzuschauen. Es schließt sich ein Ultraschall des Halses an. Gegebenenfalls werden weitere Bildgebungen gemacht in Form eines MRTs und CTs und schließlich in Narkose, eine Vollnarkoseuntersuchung, wo eine Gewebeprobe von dem Befund genommen wird und schließlich die histologische Diagnose dann Mundrachenkrebs gestellt werden kann. Grundsätzlich gibt es mehrere Versionen der Behandlung. Am häufigsten wird in Europa oder in Deutschland eine operative Entfernung des Krebses und der lymphverleitenden Wege durchgeführt. Es kann sich daran anschließen dann eine Bestrahlung mit oder ohne Chemotherapiezusatz. Diese ist dann aber auch als Alternative zur Operation zu sehen. Man kann auch nur primär den Patienten mit einer etwas höheren Dosis bestrahlen oder bestrahlen plus minus eine Chemotherapie machen. Das sind die beiden Haupttherapieverfahren und als neuere Version gibt es auch noch in der Regel aber nur in Form von Induktion, das heißt also vorbereitender Therapie oder in Form einer Therapie, wenn es nicht heilbar ist, eine Immuntherapie dazu zu nehmen.